Hallo und herzlich willkommen zu Movie House. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir theoretisch die Zeit vorspulen können. Denn wir können nicht mehr ins Minus rutschen. Wir nehmen so viel durch die fremden Studios ein, dass wir sehr viel Geld zur Verfügung haben jeden Monat. Wir verdienen tatsächlich durch die Übernahme der fremden Studios mehr als mit unseren eigenen Filmen. Beziehungsweise, wir können ja mal ganz kurz gucken, was unsere eigenen Filme so einbringen. Okay, 416.000 ist stabil, 529.000 ist auch sehr gut. 221.000 auch sehr gut. Minus 5K verstehe ich immer noch nicht so ganz, weil minus 5K ist einfach nur... Oh, was haben wir denn hier? Studioaufwertung haben wir schon wieder eine. Da können wir einfordern. Oh, 125.000 Fans. Sehr schön. Das fordern wir natürlich sehr gerne ein. Wir können gar nicht mehr aufwerten. Wir sind im Maximum angekommen. Okay, wir haben aber auch 433 Millionen. Das ist einfach unfassbar. Okay, pass auf. Ich investiere jetzt einfach hier. Da kriegen wir 6,6 Millionen mal Oh. Warte mal, wenn ich 85 Millionen investiere, dann gehen wir auf 16 Millionen, ne? Ja, und hier könnten wir theoretisch einfach mal investieren und nochmal investieren und nochmal investieren. Und wir sind immer noch bei 250 Millionen. Ja. Ja. Ich sag mal so, wir haben gerade 100% von den Mittelgroßen übernommen. Das ist unfassbar. Das ist einfach nicht zu realisieren, was wir an Kohle gerade scheffeln tatsächlich. Also mit den Filmen können wir uns echt Zeit lassen. So, was haben wir denn hier? Travelers of the Wild. Western-Kulisse bitte. Weil da haben wir jetzt irgendwie, ne? Und dann sagen wir Abenteuer-Traveler. Ja, dann gehen wir so in Western-Bereich rein. Der Campingplatz. Felstunnelsystem. Das klingt gut. Felstunnelsystem. Okay, haben wir. Und hier nehmen wir Drehorte, Abenteuer. Wir nehmen wieder Western-Kulisse. Kann man ja nie oft genug haben. Aber dann noch das Ödland. So, abschließen. Dann produzieren wir mal ein neues Drehbuch. Was nehmen wir denn da jetzt am besten? Western. Western haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Naja, wir brauchen natürlich einen Titel, selbstverständlich. Cowboy of Dollars. Yo, okay. Geld. Geldgeile Cowboys. Da sehe ich mich. So, Lea Alien. Wir haben hier, können wir jetzt einfach mal abschließen. Campingplatz, sehr schön. Und bei der Crew haben wir das hier fertiggestellt. Die Western-Kulisse. Ja, aber wir gehen jetzt mal wieder auf Erkundungsfahrt. Ich würde sagen, wir gehen einmal dahin. Und wir haben 555 Millionen Freunde. Das ist nicht mehr schön. So, da waren wir schon ewig nicht mehr, ne? Wenn überhaupt wir schon mal da waren. 555 Millionen. Investieren wir hier. wir investieren hier. Dann haben wir den nämlich auch komplett. Wir investieren erstmal nicht. Wir haben ja schon wieder 500 Millionen. Okay. Wir, ja. Warte mal. Da passt aber was nicht. 53%. Wie viel bringt denn eine Übernahme? 61%. 8%. Okay. Wir haben 283 Millionen. Ich kann gar nicht so schnell investieren, wie ich Geld kriege. Gerade aktuell. Ja, okay, wir sind jetzt hier bei 100%. Okay, Übernahme ist bei 100%. Das ist aber schnell eskaliert. Errungenschaft freigeschaltet. Okay, sehr schön. So, was haben wir denn hier? Travelers of the Wild. Produktion abgeschlossen. Travelers of the Wild. Ja, ist okay, die Werte. Die Werte sind ganz okay. So, wir haben hier... Ja gut, das ist halt... Ne, der hat das halt noch nicht so oft gemacht, ist ja klar. So, und dann haben wir hier Kulisse. Western. Oh, kleine Stadt hätte ich ja eigentlich genommen, aber ist keine Genre über... Nehmen wir eine Plantage. Held ist... Eine Bürgerwehr. Und der Schurke... Sag mal, so ein bisschen ins Mystische gehen. Ja, komm, Waldlebewesen. Machen wir. Okay, warte mal. Wir haben 100% hier übernommen.
Wir können theoretisch hier auch... Oh, minus 250k. Wieso ist das denn so teuer geworden? Hä? Okay. Was haben wir hier? Wir haben hier nochmal. Neue Erfassung. Ja, kurze Filme. Kurze Filme sollten wir eigentlich machen, ne? Gehen wir auf 3. Verwaltkarten. Was können wir hier machen? Wir haben immer noch 0 Handlungskarten. Okay. Warte mal. Zeig mir nochmal kurz die Karten, bitte. Haben wir Arbeitskarten? Nee, ne? Stimmt, das sind bestimmt die Arbeitskarten hier. So, wie sieht bei euch aus? Ermüdungstechnisch. Okay, pass auf. Dann machst du jetzt erstmal Urlaub. Und du machst Urlaub. Und meine Crew ist wieder da. Okay, weiter. Weiter. Wir stellen eine neue Crew ein. Mit dem Preis stellen wir eine neue Crew ein. Können wir? Wir können alles machen. So, die erste Crew. Die erste Crew geht hier hin. Die zweite Crew geht hier hin. Und die dritte Crew geht hier hin. Jo. Okay, weiter. Drehbuch abgeschlossen. Neuer Rekord. Ging gerade immer noch höher. Krass. Okay, wir sind bei 3. Okay, bei 3 ist gut, weil dann können wir nämlich die Kurzfilme... Ne, Kurzfilme waren 4. Okay. So, neues Drehbuch. Da sagen wir Action. Titel ist Combat to Content. Aircop. Aircop klingt gut. Ich hoffe, dass uns ein Flugzeug vorgeschlagen wird. Wie gesagt, ich weiß, wir können theoretisch auch entwickeln. So. Pass auf, du gehst jetzt erstmal in eine Schulung. Mach mal hier. Dann mach mal dich auch in eine Schulung. Genau, mach mal hier auch. Und produzieren einen neuen Film. Der Top-Werte, ne? Mach mal. So, weiter. So lange wie nötig. Und dann sagen wir hier, Luis. So, produzieren. Okay, Held. Beim Actionfilm. Galaxie, Mondbasis, Raumschiff. Also Sci-Fi eher. Nehmen wir hier die Galaxie. Galaxie. Kindercrew, amtierende Königin. Amtierende Königin der Galaxie, ja. Und dann würde ich sagen... Eine Schurke. Nee, aus Prinzip einfach nur. Müssen wir mal gucken, was da rauskommt für den Film. 3 Forschungspunkte haben wir. 4 brauchen wir. Ja, okay, da weiß ich jetzt Bescheid. Ey, wir können ja vertreiben, stimmt. Was haben wir denn hier? Den könnten wir eigentlich erstmal ins Kino bringen, ne? Machen wir selbst vertreiben. Nee, ach Mist. Selbstvertreiben ist doch so aufwendig. Eigentlich hätte ich ihn direkt rausballern müssen. Naja, okay. Oh, was haben wir denn da? Komm, mach mal hier ein. Ey, wir haben... Guck dir mal unser Geld an. Das ist schon... Neue Forschung freischalten. Nee, kurze Filme haben wir ja noch nicht. Ja. Hauptrolle selbstverständlich die beiden hier wieder. Abschließen. Ich habe damit gerechnet irgendwie, dass wenn man sehr viel Geld investiert in die Schauspielerauswahl... Travelers of the Wild. Oh, sieht doch schon mal gut aus. Dass man dann auch Top-Schauspieler kriegt. Aber dem ist ja anscheinend nicht so, ne? So, was haben wir denn hier? Wir haben hier... Machen wir hier 50-50. 52, genau. Machen wir knapp über 50, haben die ja gesagt. Wollten die ja so haben. Wir haben untätige Mitarbeiter. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich weiß aber auch nicht. Wir könnten theoretisch wieder einen Film produzieren, ne? Nehmen wir aber so einen kleinen Film. Indie, ja. Stopp. Weil wir sagen jetzt hier, kurze Filme. Okay, wir produzieren jetzt einen kurzen Film. Mit kurzen Filmen können wir unsere Reichweite erhöhen und bei größeren Festivals mitmachen. Okay. Ich lasse das mal so. Da kommt auch nichts Neues, ne? Videokassettenmäßiges. So, was haben wir hier? Ja. Weiter. 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 Neue Konkurrent. Komisch, jetzt, wo ich da draufklicke, kommt was Neues. Kurz DMD wurde in Fachkreisen viel angesprochen, aber Experten sind sich nicht sicher, ob die neue Technologie des etablierten Videokassetten zu ersetzen. Okay.
Alles klar, hab ich verstanden. Danke. Kaum klicke ich drauf, kommt neue Info. Studiogelände. Mal Kokosnüsse. Buch der Toten. Kette der Erinnerung. Aufwerten. Ich werte da mal was auf, ne? So, Western ist Westernkulisse. Und dann nehmen wir die Wüstenfarm. Abschließen. Hier haben wir auch wieder was. Drehbuch abgeschlossen. Rekord. Neue Karte entdeckt, okay. Brauchst du Urlaub? Oh ja, du brauchst aber richtig viel Urlaub. Du brauchst auch Urlaub. Und du könntest mal wieder einen neuen Film produzieren. Warte mal, was stand da jetzt gerade? Erstelle Arbeitskarte. Oha! Okay, kostet 776. Und was bringt mir das? Verringert Komplexität der Produktion. Erhöht Schauspielerpunkte um 20%. Erhöht Regisseurpunkte. Ja, Fähigkeiten. Macht er das jetzt? Forscher, Sie haben Daten über Zuschauervorlieben gesammelt. Jetzt kennen wir das beliebte Genre unter allen Zuschauern. Ja, okay, welches ist das? Lass mich jetzt nicht doof sterben. Hallo? Sagst du mir jetzt mal bitte... Ach so, beliebt. Ah, da, Abenteuer. Da ist wieder was Neues hinzugekommen. Oh, was habe ich da jetzt geklickt? Ah, ich habe zu schnell geklickt. Erstelle eine Arbeitskarte. Arbeitsketten erstellen. Arbeitskarten können wir Produktion ankurbeln, indem wir sogar noch komplexere Bedingungen erfüllen. Oh, cool. Jetzt geht es richtig rund. Weil geldtechnisch brauchen wir uns ja keine Sorgen mehr machen. Oh. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay. Vertreiben. Ach Quatsch, warte mal. Ach, wir können zwei Filme vertreiben. Okay, Film. Ja, weiter. Da machen wir jetzt... Theater. Hier. Vertreiben. So. Da sagen wir jetzt weltweite Kampagne. Kampagne starten. Wir investieren jetzt so ein bisschen. Dann sagen wir hier ja. Produktion abgeschlossen. Sehr schön. Brauchst du Urlaub? Ja, du brauchst Urlaub. Und du brauchst auch Urlaub. Produziere einen Film des beliebten Genres. Abenteuer. Haben wir zufälligerweise gerade ein Drehbuch für Abenteuer? Müsste eigentlich, ne? So, Crew, was haben wir denn da? Drehorte? Okay, Drehorte. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Und du... ja, das haben wir ja schon alles, ne? Nehmen wir eine Schlosskulisse. Kokosnüsse. Der Toten. Das. Bauen. So. 760 haben wir gerade. Was haben wir hier? 9. 9 Handlungskarten freigeschaltet. Okay. Dann nehmen wir Helden und Schurken eine. Auf jeden Fall. Oder 3 anscheinend. Das nehmen wir einmal. Und das nehmen wir einmal. Genau. So. Jetzt können wir sagen, produziere Hauptfilm. Der hat gute Werte, ne? Der hat sehr gute Werte. Okay, nehmen wir einen kleinen. 1 Million kostet er. Nehmen wir so lange wie möglich. Ist ja egal. Dann sagen wir hier, nehmen wir ihn. Produzieren. Genau. Dann erstellen wir hier eine neue Arbeitskarte. Abenteuer. Ah, ich wollte Western. Okay, wir brauchen einen Westernfilm. Oh, warte. Haben wir... Warte mal. Produziere. Western. Haben wir einen Western hier? Nee, ne? Neues Drehbuch. Western.
Titel Sheriff's Seven. Das klingt gut. So lange wie möglich. Nötig. Nehmen wir sie. Entwickeln. Okay, macht sie jetzt. Hier haben wir eine Handlung. Hier nehmen wir das einfach wieder. Oh, wir haben schon wieder Karten. Dann nehmen wir das hier noch. Arbeitskarten hätte ich habe ich nicht gemacht. Ah, habe ich verpasst. So, Kulisse für den Western ist Vorstadt. Der Held, ein Einzelgänger und der Schurke, ein Viehdieb. Abschließen. So, was haben wir hier? Travels of the Wild. Ja, suboptimal würde ich sagen, ne? Weiter. Vertreiben. Indie-Film. Dann machen wir hier. Weiter. Genau, nur Theater. Nicht alle, nur Theater. Vertreiben. 4 von 10. Also die Werte sind lächerlich. Da müssen wir uns irgendwie mal eine Jury kaufen oder sowas. Müssen wir mal gucken. Den können wir auch noch vertreiben auf Kassette. Sprich Vertreiber an 250.000. Ja, fällt bei mir nicht so ins Gewicht, glaube ich. Und dann sagen wir hier den vertreiben. So. Achso, ja, die Bewertungen. Ja gut, die sind eh lächerlich. Wie gesagt, wir müssen uns mal einen Jury kaufen. Vertreiben. West Noon. Kassette, ja, weiter. Vertreiben. So, was haben wir hier? Western. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, ist ja gut. So, ich hab doch hier drauf geklickt. Guck mal hier. Drehbuch abgeschlossen. Sheriff's Seven. Sehr schön. Hauptrolle. Ja, die beiden natürlich. Selbstverständlich. So, Schauspielern. Kann ich die eigentlich öfters einsetzen? Ich glaube schon, ne? Produzieren. Western. Klein. Weiter. So lange wie nötig. Nehmen wir ihn. Produzieren. Bin jetzt mal gespannt mit den Schauspielern, ob wir da tatsächlich sagen können, weißt du was? Urlaub. Hier. Urlaub. Die beiden brauchen erstmal Urlaub. Ist so. So, dann haben wir hier. Weiter. Weiter. New. Oh. Keine neue Location. Okay. Und hier haben wir eine neue Schlosskulisse. Ich dachte, ich könnte die auch noch auf. Ich krieg jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert, aber ja, okay. So, wir nehmen hier weiter. Und hier sagen wir das. Jetzt bin ich gespannt mit den Schauspielern. Auf was zweimal Drama. Natürlich ist jetzt ein Drama. Erstelle Arbeitskarte. Ah, jetzt können wir. Guck mal. Hier, bam. Bam. Gehen wir einfach hier hoch. Verringert kompensierte Produktion. Erhöht Schauspielerpunkte. Erhöht Regisseurpunkte. Qualität des Drehortes. Erhöht Schauspielerpunkte. Fertig. Machen wir so. Da nehmen wir. Wir haben Actionfilm, eine Schlosskulisse und Donation Plaza. So, hier sagen wir Hauptrolle. Tatsache, wir können die nochmal nehmen. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, warum macht meine Filmcrew nichts? Requisitenabteilung. Schrullig, komm, mach mal so. Erstellen. Mal gucken, was da rauskommt. So, wir haben hier, machen wir weiter. Im 5,9 Milliarden. Einfach lächerlich. Ja, ja, hier. Pass auf, guck mal. Genau, nehmen wir das hier. Steht zum Verkauf im Laden bereit, aber das Interesse hält sich in Grenzen. Okay.
Ja, falsch geklickt. So, weil die wollte ich eigentlich wegklicken. Was haben wir hier? Braucht ihr Urlaub? Nee, ne? Dann kannst du ja ein neues Drehbuch schreiben eigentlich. Ich würde sagen, ein Abenteuer. Rebirth of the Empires. Okay, klingt gut. So lange wie nötig. Autorin ist sie. Oh, die ganzen Punkte gehen weg. Oh, zwei Autoren. Oh, zwei Autoren kann ich einstellen. Produktion abgeschlossen. Aircorp. Abschließen. Okay, wir nehmen hier Western-Schloss und Western-Kulisse. Boah, Mist. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Die ganzen Werte gehen ja weg. Mist, Domento. Warte mal. Du kannst Drehort. Ja, hast du schön erkundet. Weiter. Und du gehst hier hin. So, Kleidung festlegen. Was haben wir denn hier? Freundlicher Volleyball. Okay. Magisch, cool, geheimnisvoll. Ich habe mir natürlich nie gemerkt, was ich da immer angeklickt habe. Nehmen wir das. Weil der Fachmann hat das so gesagt. So, wir haben Abenteuer. Dann nehmen wir ein Pfadfinderlager. Die stehen ja für Abenteuer. Held. Begabtes Kind. Eine Reihe von Events. Ist das ein Schurke? Ja, komm, mach mal. Abschließen. Oh, man kann zwei einstellen. Kann man das bei Regisseuren auch? Vertreiben. Wir müssen wieder mehr vertreiben hier, ne? Weiter. Nehmen wir das. Vertreiben. Ganz schlechte Wertung. Ganz schlechte Wertung. So, vertreiben. Keep of the road. Weiter. Machen wir prozentual, komm. Vertreiben. Nee, machen wir das nicht, sondern... Moment, vertreiben. Eventuell Aircorp. Jawohl, Aircorp, genau, geht noch. Da sagen wir nämlich auch prozentual. Obwohl das hier eigentlich mehr bringt, aber... Dann laufen beide parallel mit... Also, muss ich hier klicken? Ich dachte, die erscheinen untereinander. 5 von 10. Ja, ja, okay, weiter. No, Werte waren nicht schlecht. Dann haben wir hier... Was bringt der? Okay, der spielt viel ein gerade. Keep of the road. Oder keep the road. Ah, ist nicht so der Knaller, ne? Was? Ja, Mist. So, was haben wir jetzt hier? Produktion abgeschlossen. Sheriff 7. Die Werte sind gut. Abschließen. Drehbuch abgeschlossen. Jetzt bin ich gespannt. Boah, mit diesen Arbeitskarten, da habe ich mich echt vertan. Was passiert jetzt? Also. Abschließen. Schulen. Ja gut, aber guck mal, ich habe noch 10 Punkte. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Das ist halt mein Problem, weißt du? Ja, cool. Dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es dann noch vorankommt. Und vielleicht wird es auch in der nächsten Folge schon die letzte Folge sein, weil ich weiß nicht, was ich noch erreichen kann. Es kommt zwar immer wieder was ein bisschen hinzu, ne? Zum Beispiel beliebtes Titel und so. Aber wir gucken mal in der nächsten Folge, ob wir noch was erreichen können. Wenn nicht, dann wird es dann die letzte Folge sein. Ansonsten wird es natürlich weitergehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.